Kommen wir zum dritten Teil des Tutorials, der Wasserpegel. Dieses Mal geht es um das leidige Thema Luft im Kreislauf und die sich daraus ergebende und damit einzig sinnvolle Konfiguration der Komponenten. Wasser folgt immer der Schwerkraft, auch in hermetisch dichten, in sich geschlossenen Systemen. Das bedeutet, dass sich überall dort Luft ansammelt, wo eine Komponente über die Füllhöhe des Ausgleichsbehälters ragt. Es mag für manch einen ja super toll aussehen, wenn zylindrische Röhren, die am Gehäuseboden stehen, bunt blinken, ihre Töne von sich geben und Nebelschwaden für die eingebaute Laserschau emittieren. Was für simple Gemüter mega gut ausschaut, ist aber weder von der Energiebilanz noch von physikalischen Gesichtspunkten her besonders sinnvoll. Ein tiefliegender Ausgleichsbehälter ist eher kontraproduktiv, da alle über die Füllhöhe des Zylinders fliegenden Komponenten bis zu diesem Pegel Luft ziehen und trocken fallen. Bis die Pumpe diese Luftblasen zurück in den Zylinder gepumpt hat, kann einiges an Zeit vergehen, während der die CPU bei Größenanlagen mit GPU-Block auf die GPU überhitzen und sich entweder ausschalten oder abrauchen. Aus diesem Grund die goldene Faustregel. Der Füllstand des Ausgleichsbehälters ist der Referenzpegel. Er muss am höchsten Punkt des Systems liegen. Um ein luftfreies System zu erhalten, verbindet man die Anschlüsse aller Komponenten nach dem Plan, den man sich gemacht hat. Sind alle Schläuche verlegt, füllt man über den Ausgleichsbehälter ganz unten angefangen eine Komponente nach der anderen mit Wasser und bewegt sie so lange hin und her, bis keine Luft mehr austritt. Das tut man so lange, bis alle Komponenten luftfrei befüllt sind. Anschließend montiert man alles nach Plan und kann sich an einer luftfreien Wasserkühlung erfreuen. Der hier nur in der Theorie beschriebene Füllvorgang wird in einer späteren Folge anhand einer realen Wasserkühlung im Detail vorgeführt.